Shirin David wird gedisst. Und zwar von dieser Person, meine lieben Freunde. Gleich in der Folge bei Rap Talk. Haltet euch fest. Bis gleich. Rap Talk bei Doggy3DL. Ja, meine lieben Freunde, die Rapperin Shirin David oder Sängerin, je nachdem, was auch immer sie anstrebt zu machen, wird von einem YouTuber gedisst, ja, und zwar von den guten alten Fat Albert. Doggy, dieser, nicht der Fat Albert, dieser eine andere. Was? Ist das nicht Fat Albert? Wer ist es denn sonst? Fat Comedy, Doggy. Fat Comedy? Wer ist denn das, Alter? Fat Comedy, ach ja, das ist dieser Comedy-Typ auf Instagram und YouTube, der mit Mika Videos macht. Ja, meine lieben Freunde, Fat Comedy disst, oder besser gesagt, hat eine kleine Sequenz aufgenommen, kleinen Hip-Hop-Rap, ja, und hat in diesem Hip-Hop-Rap, besser gesagt, die YouTuberin Shirin David gedisst, oder besser gesagt, eine kleine Anspielung auf sie, und zwar, ich blende euch mal kurz den Clip ein, meine lieben Freunde, damit ihr seht, was ich genau meine. Belly. Was für Super Size, ich bin 6XL. Lass uns laufen, Baby, aber bitte nicht schnell. Ich bin nicht sportlich wie du. Lass uns lieber sitzen, Kaffee, Tiramisu. Einschlafen auf meinem Bauch hat mich abgespeckt. Ich mach die Welle und du fühlst dich wie im Wasserbett. Meine ganzen Freunde haben mich nur ausgelacht. Und heute haben wir ein Date, wer hätte das gedacht? Ja, Habibti, du bist sympathisch. Kerzen und Wein, ich mach auf romantisch. Nach unserem Essen bist du mein Nachtisch. Shirin, Baby, nimm meine Hand und Richtung KFC. Shirin, Baby, nimm meine Hand und Richtung KFC. Ja, meine lieben Freunde, also dieser YouTuber ist in guter oder krasser, enger Zusammenarbeit mit dem YouTuber Mika, ja, also wer Fat Comedy kennt, der kennt auch Mika, wer Mika kennt, kennt auch Fat Comedy, ja, also die sind wohl sehr dicke Freunde. Ist das jetzt rassistisch, wenn ich jetzt sage dicke Freunde? Nee, okay. Ja, meine lieben Freunde, also ich finde es ziemlich krass, ich finde den Track nicht schlecht, ehrlich gesagt, da sagt er am Anfang, er wurde damals ausgelacht, also von daher bin ich auf jeden Fall für die Seite von Fat Comedy, ganz egal wie viel übergewichtigen Fett er hat, ich finde seine Videos ziemlich lustig und der YouTuber wird natürlich auch von vielen Leuten in der Szene auch supported, würde ich mal sagen, ne? Samra hat unter seine Videos geschrieben, Capital Bra und Samra haben gemeinsam mit Fat Comedy sogar ein Bild geschossen, also die sind wahrscheinlich wohl eng in Kontakt, meine lieben Freunde, also auf jeden Fall hat diese Fat Comedy sich schon eine fette Community und einen guten Draht zu den Rapper aufgebaut, meine lieben Freunde, würde ich mal so sagen. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch diese Folge Rap Talk gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr nichts macht, wenn ihr gar nichts macht und wenn ihr reinhaut. Und schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie ihr Fat Comedy findet, ja. Findet ihr den lustig, findet ihr nicht gut, findet ihr cool, dass er mal anfängt, mal einen Rap rauszuhauen. Ich finde auch, Deutschrap hat sich verändert, so wie die Carmen Gang sagt, und es war ein Carmen Member. Also, ich danke euch fürs Einschalten, macht's gut, peace and out. Bei Doggy3DL. Abonnier meinen Kanal, lass ein Like da und bis demnächst.